So, Achtung. Jetzt. Ist das nicht ein Panorama? So, kommen wir zum letzten Teil des vierteiligen Videozyklus zum Sound-Setup-Test mit dem Rode SmartLav und dem Tascam DR05 als Helmmikrofon. Wer die ersten drei Videos nicht gesehen hat, sei nochmal vorgewarnt. Es gibt heute richtig was auf die Ohren, und zwar schlechten Sound aus dem völlig überforderten Rode und dem nicht windgeschützten Hamer APC-Mikro, das normalerweise im Helm gesessen hat und zusammen mit der Hero 4-Kamera den Ton aufgenommen hat. Ein Fazit gibt es natürlich nochmal am Ende des Videos. Während des Videos geht es eigentlich nur noch um die Landschaft und um irgendwelche Ausblicke und Motorradfahren. Viel Spaß! So, jetzt merke ich aber doch, jetzt wird es Moped warm. Ich merke nämlich so ein bisschen die Temperatur vom Motor. So, jetzt kommen wir hier durch Oberramstadt durch. Wahrscheinlich ein Joke jetzt aus, ja. Jetzt kommen wir hier durch Oberramstadt durch. Oberramstadt ist die Stadt der Farben. Hier sitzt ein großer internationaler Farbhersteller. Wer in den letzten Jahren ab und an mal Fernsehwerbung gesehen hat, bei der eine weiße Katze mit einem ziemlich buschigen Schwanz durch eine Wohnung gelaufen ist und hinterher war alles weiß, der weiß vielleicht auch, um welchen Farbhersteller es sich hier handelt. Respektive, wie die Farbe heißt. Werbung Ende. Oberramstadt ist übrigens die, na wie sagt man da, nicht die Hauptstadt, sondern die, keine Ahnung, also die Stadt, zu der Wembach, Rohrbach und Hahn, die drei Waldenser-Gemeinden gehören. Und der Natur der Sache, dass es hier in Oberramstadt auch einiges an Waldenser-Namen noch gibt. Aber dies nur am Rande. Wer das Video nicht gesehen hat, Entschuldigung, Infokarte oben. Fährt auch wieder der Bus vom Kurvenradius mitten durch die Stadt. Oberramstadt ist übrigens eine der wenigen Städte, dies auch nur so am Rande, denen eine Umgehungsstraße zumindest nach außen hin nicht so viel Schaden zugefügt hat wie anderen. Man hat das hier eigentlich ganz schön gemacht mit dem Fluss, der hier durchfließt. Da drüben ist die Schlossmühle. Sehr gutes Restaurant, die Hammermühle, Entschuldigung. Sehr gutes Restaurant. Da gibt es auch manchmal Küchenpartys. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Küchenparty gemacht hat. Das ist eine sensationelle Erfindung, bei der man sich sein Essen quasi in der Küche holt und lässt sich das live zubereiten, also wenn man jetzt einen Steak hat oder so, dann wird das da direkt live vom Koch gefertigt. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja. So, und damit wir nicht immer dieselben Strecken fahren, fahren wir jetzt mal sozusagen hinten rum nach Hause.
ich habe auch keinen blassen Dunst, ob ich irgendwie schon im Bereich des Reserveschalters bin. Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, ich müsste auch irgendwann mal tanken. Aber ich habe ja jetzt endlich einen Benzinhahngriff. Konnte ich bei eBay einen gebrauchten Benzinhahn ergattern. Da konnte ich nämlich diesen Griff ans Moped hier schrauben, weil das keinen hatte. Raus aus Oberramstadt und dann werden wir uns hier mal da vorne, wenn ein paar Kurven rum sind, das Panorama hier gönnen. Und ich hoffe, dass die GoPro das anständig einfangen kann. Ich versuche dann auch an der Stelle mal ein bisschen langsamer zu fahren, wenn nicht hinter einer drängelt. Aber vor mir, der ist ja auch tendenziell langsam unterwegs. So, Achtung. Ist natürlich ein bisschen diesig. Ja. Aber ich warte, bis die Baumreihe da weg ist. Oder die Buschreihe. Nach der Buschreihe gucken wir dann mal erst einmal nach links. Da stehen wieder so Dinger rum. Mit so Windkraft. Ja, hier sieht man jetzt noch nichts. Also ihr müsst euch noch zwei Kurven gedulden. Man kann das jetzt auf der Helmkamera vielleicht erahnen. Es ist auch nur ein kurzer Moment, weil danach wird es irgendwie vom Blickwinkel her nicht so schön. So, Achtung. Jetzt. Ist das nicht ein Panorama? Jetzt gucken wir nach der Kurve noch einmal, da muss ich den Kopf nicht so weit rumdrehen. Das ist doch traumhaft, oder? Da hinten ist die Feste Otzberg. Ich vermute mal, das wird man auf der Aufnahme nicht sehen. Aber die Feste Otzberg, die werde ich euch natürlich nächstes Jahr auch mal von innen zeigen. Die thront quasi da drüben auf so einem einzelnen Hügel. Da gibt es dieses wunderschöne Lied. Altes Liedgut, Rotenwälder Liedgut, wo von stolzer Höhe her der Otzberg grüßt. Ja. Hat man früher im bierseligen Zustand äußerst gerne von sich gegeben. So, jetzt kommen wir aber auch schon langsam in den Bereich, wo die Sonne sich dem Horizont nähert. Und es ein bisschen frisch unterm Jackett wird. Das merke ich jetzt schon. Ich habe mich nämlich nicht wirklich winterfest eingepackt, sondern herbstlich, wenn man das so ausdrücken kann. Habe aber trotzdem irgendwie das Gefühl, dass ich über der Jacke schwitze, und zwar an den Stellen, wo der Wind nicht hinkommt. So, dann machen wir hier mal den Spiegelstarter. Ich hoffe, euch hat das kleine Panorama-Video gefallen. Wenn ich von der Arbeit irgendwo da hinten raus in die Richtung muss, dann fahre ich meistens diesen Weg lang, weil ich finde einfach auch aus dem Auto raus diesen Blick so herrlich. Und habe ich gedacht, da nehme ich euch noch heute mal mit. Achso, den Otzberg, den ich euch von Weitem gezeigt habe, den sehen wir nachher noch ein bisschen näher. Zum Beispiel jetzt. Ja, mal gucken, ob ich den
damit aufrechnen, als es wieder hier Odenwald typisch alles voller Bäume. So, da links. Oder in der Mitte. So, Rübenernte. Zuckerrübenernte. Ja, ich glaube, ich fahre doch noch tanken. Denn da, wo getankt wird, gibt es auch noch einen Kaffee. Vorausgesetzt, da ist... ach nee, ich könnte ja noch zum Italiener fahren. Das, weil ich keine Ahnung habe, ob der heute gestühlt raus hat. Also was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt Tango oder fahre ich Kaffee trinken oder beides? Ich könnte ja auch nächste Woche mit dem Benzinkanister Tango fahren. Naja, was ich habe, habe ich. Außerdem muss die Ducati ja auch noch getankt werden. Wie, die Ducati muss getankt werden? Die steht doch nur rum. Ja, der Tank muss halt voll gemacht werden und es muss ein Rostschutzmittel rein. Ihr kennt ja das Drama. Wer es noch nicht kennt, irgendwo in meiner Playliste gibt es auch das Drama mit dem Tank. Beziehungsweise die Beseitigung desselbigen. So, jetzt haben wir hier gegen Sonne, nicht gegen Wind, sondern gegen Sonne. Und oh, jetzt wird es laut. Ah, der hat Gott sei Dank die Sirene aus. Vielen Dank. So, da links sehen wir nochmal, naja, seht ihr nicht wahrscheinlich, Ortsberg. So, das war also die Tontestfahrt, die Soundtestfahrt. Dazwischen immer mal so mit ein bisschen dumm Zeug gebabbelt. Es tut mir leid, ich bin Hesse und mehr Hesse, mehr Babble halt. Das bleibt nicht aus. Aber zwischendrin gab es ja doch mal so auch so ein bisschen was an Content. Ne? Jetzt gucken wir noch mal hier nach links. Rotzberg. Sieht man nicht, ist alles zu hoch hier. Gut, dann zeige ich euch halt den Forstberg. Das ist nämlich das Ding, was da gerade aus ist. Und das ist ein erloschener Vulkan. Alter Schlappe, was alles gibt. Ja. So, jetzt kommen wir hier an die Bedarfsampel. Jetzt hoffentlich noch nicht umschalten, Drecksding. So. Also dann glaube ich, fahre ich mal Tanke. Und nach dem Tanke fahre ich noch mal zum Italiener. Es sei denn, ich kann mich hier in die Sonne setzen. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, das oder die Videos haben euch gefallen. Das werden ja bestimmt 2 oder 3. Wir sehen und schönes Wochenende. So, Ende Gelände, fertig mit dem Test, hessisch gebabbelt und ein kleines Fazit des Soundtest 4 Videozyklus. Erstens, das Rode SmartLav ist als Lavalier-Mikrofon ein hervorragendes Mikrofon. Als Motovlog-Mikro direkt vor Mund ist es absolut beschissen. Das Mikrofon ist so empfindlich, das nimmt so viel Fremd- und Störgeräusche auf, dass es ungeeignet ist für diesen Einsatz. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge oder mein Fazit. Was tun, sprach Zeus, die Götter sind besoffen. Also, nächster Schritt, Zahlmann-Mikro testen, wenn das nicht funktioniert, Speedlink
Mikro testen. Wenn das nicht funktioniert, muss ich wohl oder übel mein Hama PC-Mikro besser gegen Windgeräusche und Störgeräusche abschirmen mit dem Akustikschaumstoff und muss wohl mit der Hero 4 am Kinn leben, bis ich eine bessere Lösung gefunden habe. Das ist okay, aber es zeigt, dass das, was ich ja eingangs schon erwähnt habe, dass es nicht so einfach ist, Helm auf der Kopf, Kamera vorne dran und schon bin ich Motovlogger. Es gibt genügend Motovlogger, die mit Tonproblemen zu kämpfen haben, die mit Windgeräuschen zu kämpfen haben. Aber wie gesagt, es gibt auch genug, bei denen funktioniert einfach alles. Da siehst du nichts, dass die irgendwas austesten müssen. Da gibt es immer nur tolle Sachen und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, rosa Brille auf die Nase und egal. Also, es bleibt spannend. Im Moment rendere ich wie ein Gestörter, damit ich die Videos auch einigermaßen zeitig hochladen kann. An den Mann bringen hört sich so blöd an. In diesem Sinne, schönen Winter. Wir singen.